Ja, moin und herzlich willkommen hier im Philips-Koch-Studio. Wir heißen euch herzlich willkommen, wir, das ist der Mitch, moin. Den kennt ihr ja bereits, guter Freund und Koch. Und ich bin der Guido Weber, ich bin der Philips-Koch für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir zeigen euch heute, weil das Thema so gut angekommen ist, vegan und vegetarische Gerichte. Drei Rezepte heute wieder, also wir müssen ein bisschen angasen. Und diese Rezepte findet ihr natürlich in unserer Nutri-U-App. Die blenden wir euch jetzt gerade kurz mal ein. Und zwar könnt ihr auf dieser Nutri-U-App tatsächlich über 2000 Rezepte euch anschauen. Und zwar zu den Themen Nährwerten. Ihr könnt da Vitamine, Mineralstoffe, wie passt das in eure Ernährung, wie passt das in euren Ernährungsplan. Ihr könnt Einkaufslisten erstellen und. Ihr merkt schon ganz, ganz viele Sachen. Ladet euch das auf jeden Fall runter. Findet ihr übrigens auch in der Erklärung auf YouTube. Und da gibt es heute für die Sparfüchse unter euch auch einen Rabatt. Guido20 ist der Rabattcode. Mit einem kleinen G, klein geschrieben. Und auch den Link findet ihr bei YouTube in der Erklärung, wenn ihr auf mehr drückt. Ja, und apropos mehr, ich würde sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja. Fangen wir an zu arbeiten. Und zwar machen wir heute, und zwar der Mitch macht heute. Ich mache lecker Gemüsemuffins. Da machen wir ein paar schöne im Airfryer getrocknete Ofentomätchen rein und ein paar schöne Kalamata-Oliven. Dabei wollen wir es belassen, aber wie immer gehen wir später noch ein bisschen auf die Flexibilität dieses schönen Rezepts ein. Genau, wir gehen ja heute und reden heute über den Airfryer und auch diese Tomaten, wie der Mitch schon gesagt hat, ich brauche die nämlich auch gleich. Die haben wir im Airfryer gemacht. Wenn euch sowas interessiert, wir haben so Blitzrezepte, die wir mal einstellen, dann schreibt uns einfach dazu, wie das denn bei euch so ankommt, wie man so getrocknete Tomaten zum Beispiel macht, auch als kleiner Snack sind die echt lecker. Mhm. Ja, und ich mache heute eine kleine Farinata. Das ist eine Pizza im Prinzip aus Ligurien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist eigentlich nur Kichererbsenmehl tatsächlich und Wasser und ein bisschen Olivenöl, Salz und Zucker. Also es kommt kein Ei rein, das ist für die Veganer das Gericht heute. Ihr könnt das natürlich aber auch anreichern, wenn ihr wollt, hinter im Belag auch was Fleischiges drauf tun. Aber wie gesagt, für die Veganer eine tolle Alternative. Auch beim Mehl eine tolle Alternative, weil sehr viel Eiweiß und diese Eiweiße sind natürlich super zum Backen. Also ihr könnt dieses Mehl auch so ein bisschen ersetzen, gerade für pikante Geschichten. Da muss ich auch eigentlich ein bisschen mit anfangen, weil die braucht nämlich 25 Minuten. Was ich hier getan habe, und ich würde sagen, Mitch, with go. Ja, attacke. Attacke. Ich habe hier quasi dieses Kichererbsenmehl genommen. Das ist nämlich ein bisschen feinporiger als normales Mehl, so ein bisschen gelblich. Und habe das tatsächlich 300 Milligramm von dem Mehl zusammen mit 900 Milliliter Wasser, ein bisschen Olivenöl dran, Salz, Zucker und das war's schon. Und dann ergibt das so eine Masse. Der einzige Nachteil an diesem Rezept ist, ihr solltet diese Masse, die sehr flüssig ist, so um die 4-5 Stunden stehen lassen, idealerweise sogar über Nacht. Und dann ist das Ding sensationell einfach, weil ihr macht das dann nur noch in unsere Airfryer-Backform. Ein wunderbares Accessory, was ihr da mit nutzen könnt, sozusagen für ganz, ganz viele Dinge, in dem Fall eben für die Farinata. Ich schütte jetzt einfach hier rein. Und das kann ruhig so fingerdick sein, auch gerne mein Finger dick. Ist halt dann noch ein bisschen dicker. So, mehr muss es nicht sein. Und das schiebe ich jetzt einfach in den Airfryer bei 200 Grad in dem Fall, also wirklich mal volles Rohr. Und dann für ungefähr 25 Minuten. Zack, 200 Grad. 25 Minuten. Vielleicht sind es auch nur 23 Minuten, wer weiß es. So. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich merke eigentlich übrigens gerade, du machst ein Rezept, ne? Ja. Ich mache wieder zwei, wer macht die Arbeit? Icke, verstehst du? Ja, so kennen wir ihn. Nee, Quatsch. Aber dafür darfst du mir bei meinem Rezept auch gleich helfen mit den Cashewkernen, wenn du Lust hast. Das klingt super. Ja, nee. Genau. Aber wo Guido gerade schon das Rezept anspricht, das ich gerade mache, ne, bevor sich jemand fragt, was macht er da die ganze Zeit? Ich habe ein paar Eigelbe. Das frage ich mich seit heute Mittag. Was macht er hier eigentlich die ganze Zeit? Wir kennen uns auch schon viel länger. Das hätte ich schon mal längst fragen müssen. Aber okay. Ich habe lecker Olivenöl, ein paar Eigelbe. Eine Rezepte findet ihr natürlich alle in der Nutri-U-App. Ich rede jetzt nicht von den genauen Mengen. Ja, im Kopf. Ein bisschen Schmand, Olivenöl, Eier und Buttermilch hier reingemacht in mein Schüsselchen. Und das alles ordentlich glatt gerührt. Ne? Das Eiweiß ist nicht weggekommen, sondern das Eiweiß haben wir hier schön separat und das wird gleich in den Teig wandern, nachdem ich quasi das schöne Mehl mit dem Backpulver zusammen vermengt untergehoben habe, kommt letzten Endes noch das Eiweiß rein und dann heben wir unser Gemüse rein. Aber erzähl ich gleich noch weiter. Ja, ich bin total entspannt. Achso, okay. Hör dir auch gerne zu. Ja, wunderbar. Ja. Also, das freut mich. Ja. Genau. Dann erzähl ich auch noch weiter, weil dann können wir nämlich das Rezept auch noch wunderbar abwandeln. Wer sich jetzt fragt, warum macht Guido denn hier die Ofentomaten und nicht auch die Ofentomaten aus dem Airfryer? Wer so eine Frage stellt, hat die Airfryer-Tomaten noch nicht probiert. Ja, ist tatsächlich so. Genau.
Aber funktioniert natürlich super mit, wenn man es jetzt so ein bisschen weniger vegetarischer haben will, sage ich mal, oder vegan haben will. Mit Feta funktioniert das einwandfrei, mit Spinat ist es toll und eigentlich kann man jedes Gemüse da reinschmeißen. So, ne? Das funktioniert einwandfrei. Das und natürlich auch statt dem der Milch und etc. können natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen Hafermilch nehmen. Die haben wir auch schon ganz oft hier verwendet. Das geht natürlich auch. Und ein bisschen Zitronensaft für die Säure statt quasi der Buttermilchsäure. Das geht immer. Was ich jetzt mache, ist ein Schritt, den müsste man nicht machen. Wenn man in Deutschland immer richtig tolle, reife Tomaten bekommen würde, kriegen wir hier aber nicht immer. Die sind manchmal sehr hart und weil die so hart sind, gebe ich die schon mal. Und zwar habe ich nur ein bisschen Zucker unten reingegeben, damit der Geschmack dran kommt. Und dass er so ein bisschen karamellisiert von innen auch und der Tomate auch so ein bisschen Wasser entzieht, weil dadurch gart es quasi im eigenen Wasser und wird unten noch ein bisschen weicher. Das gebe ich jetzt quasi auch nur in die Airfryer-Form hinein und stelle die jetzt so 5-6 Minuten einfach bei 160 Grad in den Airfryer. Mal gucken, ob ich es jetzt wieder ohne Brille hinkriege, sonst schreie ich wieder Mitch. Für irgendwas muss ich auch hier sein. Mitch, ist das 160 Grad? Mein Einsatz. Ja, wenn man 20 abzieht, schon. Nee, super. So, ich mach das mal hier, ich bin so frei. Ja, das habe ich wirklich seit ich 40 bin, also seit einem Jahr etwa. Darf ich dir die Zeit auch einstellen, mein Bester? Ja, bitte, mach mal nur 5 Minuten, das reicht. 5 Minuten? Ja, natürlich. Ist ja heute wieder flott. Ja, das ist auch noch gar nicht so lange dauern. Da läuft schon. Achso, das ist jetzt schon drin. Läuft. Bin ich aufgepasst. Wunderbar. Und dazu machen wir euch eine kleine Spaghetti, die stelle ich einfach nur schon mal ein bisschen auf. Die haben wir ein bisschen vorgekocht, damit die nicht nochmal 10, 15 Minuten braucht. Und dann geben wir die mal so ein bisschen Hitze und dann haben wir die, so gesagt, vorgekocht, kommt noch einmal dann in heißes Wasser. Und dann zeige ich auch gleich nochmal, wie man tatsächlich hingehen, dann mit Spaghetti richtig schön aufdreht, so wie man das im Restaurant immer macht. Weil ganz, ganz oft haben wir eben auch die Frage, wie sieht denn das aus? Wie können wir das machen? Wie richten wir so an wie ein Koch? Wir zeigen euch das. Plating ist ja auch immer ein großes Thema. Ne? Ja, das Auge isst genau. Ja mit und ja, so sagt man heute. Ja, man sagt Plating, ja, ja, ja. Das ist der gängige Begriff dafür. Nicht zu verwechseln mit Plating, das ist das, was ich hier oben habe. Auch seit 2 Jahren, aber ist ein anderes Thema. Genau. Also, wir haben den Teig glatt gerührt, also alle Zutaten, von denen ich gerade geredet habe. Da wird jetzt nochmal das geschlagene Eiweiß untergehoben. Aber vorerst, um das Eiweiß nicht zu sehr zusammenzuschlagen und das nicht zu überstrapazieren, dass wir später auch schön Luft drin haben, kommen jetzt schon Tomaten und Oliven rein in die ganze Geschichte. Und wir heben das vorsichtig unter. Also nicht mal mit dem Schneebesen, sondern schön mit Rührbewegung quasi so von außen nach innen bisschen zusammenwerkeln, genau, ne, dass das Ganze irgendwann... Weil die Idee ist, dass das eben hinterher so fliert und das erreicht ihr eben durch das Eiweiß, dass es jetzt nicht wieder zerstört wird, weil sonst hättet ihr die Arbeit mit dem Aufschlagen auch schön umsonst gemacht. Richtig. Richtig. Genau. So, soll ich dir jetzt schon helfen oder... Ja, du, wenn du lustig bist, weil dann kann ich nämlich noch einen erzählen. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier mit Natron macht, ja, und nicht mit Backpulver, das ist ja immer das große Streitthema. Der eine sagt dies, der andere sagt das, der andere sagt das äußerst Gleiche. Könnt ihr gerne machen, wie ihr möchtet. Aber wenn ihr das Eiweiß aufschlagt, könnt ihr ein bisschen Säure ins Eiweiß machen. Ein bisschen Zitronensaft oder Essig oder irgendwas in der Richtung. Dadurch habt ihr eine feine... Und Boost. Was? Habt ihr einen Boost? Ein Boost, genau. Ein Boost, ja, sehr gut. Das stabilisiert das Eiweiß auf der einen Seite, macht das Ganze ein bisschen cremiger und dann, wie gesagt, bleibt es stabiler beim Unterheben. Und ich habe in dem Moment, wo ich die letzte Zutat zufüge, die Säure reingetan, die quasi dem Natron genau. den letzten Kick gibt, um chemisch abzugehen. Damit es tatsächlich aufgeht. Sprudeln, genau, damit unser Plan aufgeht hier. Und dann sollte man aber tatsächlich ein bisschen schneller arbeiten, weil genauso wie eigentlich Backpulver, der Unterschied ist im Prinzip nur noch, dass die Säure bei dem Backpulver mit noch ein bisschen Stärke hinzugegeben ist. Letzten Endes ist es nichts anderes als Backnatron mit einem Stabilisator sozusagen. Und wir gehen jetzt einfach her und ein bisschen schneller arbeiten, okay, weil ich bin zwischendurch schon einmal, fast zweimal eingenickt. Was wir hier gemacht haben, tatsächlich auch schön für unsere Veganer oder auch für die Leute, die sagen, naja, immer Creme Fraiche. Und, wir haben hier tatsächlich Cashewnüsse genommen und haben diese Cashewnüsse jetzt eine halbe Stunde einfach nur in Wasser eingelegt. Und jetzt gehen wir her und ich glaube, das waren 125 Milliliter Wasser und 75 Milligramm von den Cashewnüssen. Die gebe ich jetzt einfach in den Mixer und mixe das einfach auf. Bin mal gespannt, ob jetzt unserem Tonmann die Ohren wegfliegen. Na, es geht, glaube ich. Und dann geben wir dazu, das mache ich immer ganz gerne, das kennt ihr ja auch schon bereits, ein bisschen Zitrone, so als Abrieb. Und, nee, das braucht noch einen Moment,
eine Knoblauchzehe. Weil wir beide wollen heute Abend nicht mehr knutschen, der Mitch und ich. Insofern können wir das so machen. Oder wolltest du? Och, schauen wir mal, was der Abend noch bringt, du. So. Auch das mit dem Knoblauch habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich werde nicht müde, es wieder zu erzählen. Wir haben in der Mitte so einen Strunk und wenn ihr den rausnehmt, könnt ihr auch schon fast wieder knutschen, weil das ist nämlich das, was tatsächlich den schlechten Atem ausmacht, letzten Endes. Das ist quasi die Wurzel im wahrsten Sinne des Wortes allen Übels. Und das mache ich jetzt einfach nur ein bisschen klein. Wenn es jetzt rot wird, das ist keine Farbe, die gewollt ist, sondern dann habe ich nicht besonders gut mit dem Messer gearbeitet. So. Und jetzt gebe ich dazu ein bisschen Salz. Und jetzt kann man so wunderbar eine Paste machen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier auf diesem Brett hergeht und könnt das verreiben, dann habt ihr eine wunderbare Paste. Warum gibt es noch keinen Geruchsfernseher? Ja, das ist immer krass. Ne? Also, ja. Ich liebe ja auch wirklich. Ich liebe ja tatsächlich auch Zitrone. Das ist ja, bin ja echt Zitronen-addicted sozusagen. Zitrone und Knoblauch sind eigentlich wie Vanille und Erdbeere. Ne? Das sind richtig gute Freunde. Die schmeckt nicht ganz so wie Vanille und Erdbeere. Und sonst hast du total recht. Ja, gut, als Dessertvariante jetzt schlecht. Immer auch ein bisschen Fisch oder ne, ein Stückchen Tomate oder so. Das ist eigentlich für herzhafte Sachen immer gut. Das will ich damit sagen. So, jetzt habt ihr quasi hier die Knoblauchpaste, die Knoblauch-Zitronenpaste mit ein bisschen Salz auch dran, einfach an die Creme ran. Jetzt mixe ich das nochmal leicht auf, damit das gut miteinander verrührt wird. Nur nochmal leicht. 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 Das war's schon, das können wir jetzt zur Seite stellen. Jetzt muss ich mich kurz einmischen, bevor mir der Arm hier lahm wird. Hör doch auf. Ich habe hier den Einsatz aus dem Airfryer in der Hand, habe da die schönen Muffinförmchen, die dazugehören, quasi gefüllt mit unserem schönen Teig, den wir haben. Nebenbei hier alles ein bisschen vollgekleckert und vollgesaut. Und dann wisst ihr, ihr seid fertig mit dem Teig und könnt das Ganze in den Airfryer tun. Wir sind bei 160 Grad für 14 Minuten und dann ist unser leckerer Muffin auch schon soweit so fertig. So, in der Zeit habe ich jetzt die Tomaten, die auch quasi jetzt schon einmal vorgegart sind. Und wir haben jetzt hier, um ein bisschen Zeit zu sparen, einen Tomatensugo mal gemacht. Wir haben ja schon mal was vorbereitet. Genau, wir haben ja schon mal was vorbereitet. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Es gab tatsächlich, das war eigentlich mit der erste Fernsehkoch, der hieß Wilmeroth. Ja. Das war so in den 60er Jahren. Kann man bestimmt in die YouTuben. Und der Kollege hat tatsächlich den Satz immer sagen müssen, weil der hatte nur 90 Sekunden Sendezeit. Und der hat tatsächlich damals auch diesen Toast Hawaii erfunden, weil der brauchte nur 90 Sekunden. Und der hat immer gesagt, ich habe da was vorbereitet, das war quasi der erste Fernsehkoch und ein ganz lustiger Typ. Und der 90 hat Sekunden immer, hat, der ist aber hatte, echt sportlich. Das ist echt sportlich, ja. Aber war eigentlich die erste deutsche Fernsehsendung. So, und heute sind wir da. Fernsehkochsendung. Können wir mal gucken. Also wir haben hier einen Tomatensugo gemacht. Warum, ihr fragt euch, warum das wahrscheinlich so hell ist, kann ich euch sagen, weil wir haben auch gelbe Tomaten damit reingetan. Und wenn euch auch das interessieren sollte, wie ein Tomatensugo geht, schreibt uns einfach, weil dann gehen wir nämlich hin und machen ein Video für euch. Was ist denn die leckere geheime Zutat in einem guten Tomatensugo? Das kann ich dir sagen, Fenchelsamen. Also ich liebe wirklich Fenchelsamen, ja, die rösten wir an. Wir haben dazu auch ein kleines Video gedreht, das könnt ihr euch auch auf dem YouTube-Kanal angucken. In diesem Video geht es quasi um das Thema Mörsern und Gewürze. Mhm. Und da geht es um den richtigen Umgang mit Gewürzen und wie röstet man die am besten nämlich ohne Fett und in der Pfanne. Und dann mörsert man das ein bisschen und das schmeckt einfach sensationell. Und für die Leute, die das noch so ein bisschen als von einem Fencheltee erkennen und sagen, uff, nicht so sehr, ihr müsst das nicht so intensiv machen, aber so ein bisschen hinten dran schmeckt Fenchel echt klasse. Finde ich. Muss ich die Tomätchen jetzt mit Sugo füllen oder kann ich da vielleicht auch irgendwie einen Löffel Risotto reintun oder ein bisschen Käse? Oder du kannst das auch mit Quinoa füllen, also im Prinzip wie heißen die Dinger? Paprika. Die, also dass man da tatsächlich hingeht und ein bisschen mit Paprika, also quasi die Füllung, die man darin macht, auch in der Tomate macht. Man muss natürlich aufpassen, das ist natürlich nicht so hart von der Konsistenz wie eine Paprika. Das ist halt ein bisschen weicher, also insofern damit ein bisschen sutscher umgehen. Okidoki. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen von dem Ziegenfrischkäse. Den machen wir auch noch mal oben drauf. Mhm. Wer jetzt keinen Käse mag, muss das natürlich nicht machen.
In dem Falle könnte man beispielsweise die schöne Cashewcreme, die wir hier hinten für die Muffins gemacht haben, haben für die Muffins gemacht, ne? Genau. Ja. Könnte man im Grunde genommen auch das quasi als vegane Alternative einfach ein Löffelchen oben drüber tun, weil sie sich halt, sag ich mal, in der Wärme ähnlich verhält und auch schon so eine leichte Schicht kriegt und so. Also das funktioniert auch super als, ich sag mal, vegane Bechamel. Also damit lässt sich es auch einwandfrei überbacken. Ja, die ist, also die Creme ist wirklich total klasse. Ich habe die vor Jahren mal, oder vor einem Jahr fast, mal für einen Nusshersteller quasi entwickelt und fand das auch grandios. Und mittlerweile mache ich halt in ganz vielen Varianten auch mit Haselnüssen und. Ja. Jetzt gebe ich da oben noch ein bisschen braunen Zucker drauf, weil ich möchte, dass das ein bisschen noch ankaramellisiert. Und so ein bisschen Salz verträgt er ja auch noch mal, aber nicht so viel, weil Ziegenkäse mitunter schon recht viel Salz hat. Aber diese schönen Salzflocken, ne, die geben genau. das ganz gut. Die sind dann auch nicht so oft kräftig versalzen, sondern die geben noch so einen leichten Crunch und geben dann so ein ganz cooles... So, jetzt kommt wieder mein Problem. Gutes Aromabild. Wenn ich rüberschmeiße. Jetzt habe ich es, glaube ich, 160. Ja, voll gut. Und ich mache noch mal... Ich sehe es auch schlecht von mal acht Minuten. So. Ich habe es geschafft ohne Brille. Ist es unglaublich. Tatsächlich haben wir ja heute zwei nette Damen da, und zwar jemand, der uns über Instagram aufnimmt. Hallo Fiona. Moin. Und da hinten sitzt die Svenja und die Lara ist auch noch da. Sag mal, haben wir denn irgendwelche Fragen, die ihr uns stellen könnt? Wir sollen noch mal kurz erzählen, was gekocht wird. Das ist für die Leute, die später eingeschaltet haben, nicht schlimm. Wir waren heute auch ein bisschen später. Insofern gleicht sich das aus. Ja, also wir haben heute, der Mitch hat gerade einen Gemüsemuffin gemacht, so ein bisschen mit getrockneten Tomaten, die wir natürlich auch im Airfryer getrocknet haben. Und ich habe gemacht eine Farinata, das ist so eine Kichererbsenpizza oder eine Fladen, wenn man so möchte, die wir gleich befähigen, die sich nur aus Kichererbsen, aus Wasser, ein bisschen Olivenöl, Salz und Zucker quasi, wie sagt man da, zusammensetzt. Das war es, was ich nicht gefunden habe. Sehr gerne. Und wir machen eine Ofentomate tatsächlich mit ein bisschen Nüdelchen. Und dann haben wir drei Rezepte gemacht. Und die findet ihr natürlich bei uns in der NutriU-App. Also alles das, was ich jetzt erzählt habe und dass ihr was hier bisher verpasst habt, könnt ihr euch natürlich als Rezept nochmal in der NutriU-App angucken. Aber das Video wird natürlich hinterher noch auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Also auch da könnt ihr quasi zurückspulen. Ihr müsst nichts verpassen. So. Tipptopp. Gibt es denn bei Instagram Fragen? Ja. Und, gerade hier die Lieblingsprodukte von ein paar Followern. Ach, witzig, ja. Habt ihr Lieblingsprodukte? Lieblingsprodukte? Ja. Der Airfryer, wir haben da hinten den Standmixer, wir haben einen Stabmixer, den der Mitch benutzt hat. Also da haben wir schon ein paar Produkte, die wir gerade nutzen sozusagen. Die Nudelmaschine finde ich sehr, sehr cool, die haben wir heute leider nicht im Einsatz. Die haben wir heute nicht im Einsatz, genau, weil das hätte ein bisschen zu lange gedauert. Ja. Aber die ist der Knaller, da haust du quasi einfach die Zutaten rein, die knetet den Teig für dich und drückst Play und drückt dann raus. Sensationell sogar, ich habe letztens damit für... 40 Personen habe ich dort Lasagneplatten rausgelassen und habe die dann noch ein bisschen dünner gemacht und habe daraus Ravioli gemacht und mit einer kleinen Füllung und das war auch sehr klasse. Ja. So, ich mache jetzt die Nudeln da rein. Alles, aber das Gerät ist der Hammer. Das benutzen wir auch in irgendeinem Nudelvideo oder so, ne? Ich glaube, wir haben das sogar in unserer allerersten Show benutzt. Das kannst du haben. Hier, bitte, mein Lieber. Ist sehr nett von dir. Manchmal bin ich so. Ja, ne? Habe ich auch echt Angst. So zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen. Ne? Ja, also nochmal ganz kurz am Rande. Wir sind natürlich immer auf eure Kommentare und auch so ein bisschen auf die ein oder andere Anregung angewiesen. Also wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal von uns behandelt haben möchtet, entweder als Rezept oder als Live-Show, bitte sendet uns was. Wir gehen natürlich jetzt nochmal bestimmt 2-3 Mal live quasi noch in diesem Jahr, weil wir kommen natürlich in die Superzeit, in die Backzeit. Hurra, ich bin nicht wirklich der Backer, aber das kriegen wir schon gebacken. Gemeinsam, auch im Airfryer. Und insofern, wir haben da tolle Sachen schon vorbereitet. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es wird lecker und für mich wird es immer schwieriger, davon ein bisschen weniger zu bekommen. Aber ich arbeite dran. Wir gucken mal, wie viel noch haben. Die Farinata hat noch 8 Minuten. Ja. Da gucke ich mal rein und für diejenigen... Genau wie meine Muffins. Diejenigen, die glauben, dass eigentlich Wasser und Kichererbsenmehl gar nicht... zu einem festen Teig werden können, wenn man gesehen hat, was ich da vorher, ich kann noch mal ein bisschen was zeigen, also das war mal so flüssig und sieht jetzt schon so aus, also im Prinzip wie ein Omelett, aber das ist innen noch nicht ganz durch, das mache ich noch mal rein. Insofern waren die 25 Minuten eigentlich zu lang, bei 200 Grad hätten wir auch ein bisschen weniger machen müssen. Willst du die Nudeln noch mal in Öl oder Soße oder irgendwas schwenken? Oder? Ach, du weißt du, nö. Na gut.
Aber ich hole sie trotzdem raus, dass sie nicht verkochen, ja? Genau. Okay. Will mich hier nicht einmischen, aber da kann ich zugucken. Weil wir haben ja noch ein bisschen von dem Sugo übrig. Und das können wir gleich mit in die Pfanne geben. Und da schwenken was drin. Ja. Nämlich hier. Soll ich das mal dir da hinstellen, damit du da reinfüllen kannst? Das, das finde ich super. Ihr bekommt hier von unseren Followern die Bitten, ob ihr nicht bei ihnen zu Hause kochen kommt. Alles machbar, Freunde. Wenn ihr wüsstet, wie viel Platz ich einnehme. Also, aber gerne natürlich kommen wir wie immer wieder gerne in euer Wohnzimmer und auch in eure Küche quasi per Kamera. Genau. Aber vielleicht ist es ja irgendwann mal wieder auch möglich, und das wird mit Sicherheit irgendwann so sein, dass ihr einfach mal ins Studio kommen könnt. Vielleicht kann man das dann mal irgendwie aufgreifen, dass wir das so ein bisschen auch vor Live-Publikum machen. Ich denke mal, so ab Frühjahr wird sowas bestimmt auch vielleicht möglich sein. Und für uns ist das natürlich auch ein bisschen angenehmer, weil wir dann nicht nur in eine Kameralinse gucken, weil das ist die größte Schwierigkeit eigentlich. Mhm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, mir ist gerade was runtergefallen. Habe ich gemerkt. Bitte? Nein, wir haben jetzt kein Öl in die Nudeln gegeben, weil wir jetzt ein bisschen Sugo dazu tun. Und wenn man Öl dazu gibt, ist immer schwierig, weil eine Nudel eigentlich davon lebt, dass sie die Pastasoße aufsaugen soll. Und wenn man da jetzt Öl dran gibt, auch wenn man es ins Wasser macht, dann kann die Pastasoße eigentlich nicht an der Pasta hängen bleiben. Und das ist der Grund, warum man das eigentlich nicht tut und die Italiener das schon gar nicht tun. Und was wir, man nimmt dann auch eine Pasta, man sollte mal gucken, die Pasta, die man sich dann so in den Topf tut, sollte am besten so eine raue Phase haben. Ich kann natürlich keine Werbung machen für die Pasta-Sorte, die das hier in Deutschland quasi tut. Das ist eine italienische Pasta-Marke. Aber die sind dann schon aufgeraut und das ist für die Nudelsoßen perfekt. Die sind durch Bronzematrizen gedrückt und dadurch haben die dann diese schöne raue Struktur. Total, das ist durch den Druck quasi, der dann entsteht, reißt der Teig so ein bisschen auf. Und das ist kein schlechtes Qualitätsmerkmal, sondern genau das Gegenteil. Es ist ein Top-Qualitätsmerkmal für eine Nudel und für eine Pasta, wenn sie aufgeraut ist. Die sehen immer so ein bisschen mehlig aus. Die sind nicht so glatt wie die anderen, aber sollen sie halt auch gar nicht. Aber es ist, sieht ein bisschen befremdlich aus, aber es ist Wenn ich das richtig sehe, sind wir ja mit den Nudeln so einigermaßen durch. Ja, ne? Ach, hier ist die, ich habe schon gesucht. So, jetzt habe ich hier, habe ich ja gesagt, wie macht das denn jetzt quasi der Koch mit dem Anrichten? Und bei den Nudeln ist es so, ihr nehmt euch quasi von der Gabel ein bisschen was hier rein, legt das in die Kelle und dann dreht ihr einfach nur. So. Geht auch mit einer Fleischgabel, aber genau. Ne, so eine... So, und dann könnt ihr das hier quasi draufsetzen und dann habt ihr so ein wunderbares Nest. Ein Shell, ne? Aber mal ausstellen. So, jetzt gucke ich mal, was die Tomate da macht. Die sagt noch wie viele Minuten mit? Zwei. Zwei Minuten. Die zwei Minuten können wir noch warten. Die Farinata hat noch vier Minuten, aber ich glaube, die ist schon soweit. Dann können wir nämlich auch das Brettchen mal für die Farinata schon nehmen. Ja, ja. Jenes welches hier? Ja, da, welche Seite? Mein alter Tennisschläger. ich guck mal rein. Eigentlich müsste das schön aussehen. Sieht aus, oder? Ich probier das mal. Hoffe den Kollegen hier unfallfrei rauskriegen. Geilert oder soll ich da mal? Guck dir das an. Perfekt! So, und jetzt kann man das natürlich nach Herzenslust belegen. Ich mach das mal ein bisschen auseinander hier. Genau. Das mal ein bisschen nach links und nach rechts. So, und jetzt machen wir da ein bisschen Rucola drauf. Und das ein bisschen schön wird. Pfeffer. So, dann haben wir hier noch ein bisschen das belegen kann. Schön. So. Übrigens, kleinen Tipp. Ihr müsst das nicht auf die Küche machen. Pfeffer, ihr könntet den Pfeffer auch nicht so wie Mitch es gemacht hat, auch auf die Farinata machen. Überall so ein bisschen. So kann man es auch machen. Ja. Muss man aber nicht. Du hast ja recht. Ja, der Tellerrand gehört dem Gast und die Küche gehört mir. Das also. Muss halt alles so konform sein. Genau. So. Ein Traum. Was sagst du theoretisch mit Käse überbacken, wenn ich so in den letzten ein, zwei Minuten ein bisschen Käse drauf mache? Ist das gut oder ist das eher nichts? Am besten sogar noch ein bisschen früher.
weil wenn der Käse nämlich zu trocken ist, kann es sein, dass er sonst durch den Airfryer fliegt. Aber schön, dass du fragst. Das hört sich echt an, gerade wie in so einer schlechten Hochdruck-Sendung. War nicht geplant. Wir glaubt uns keiner, ist aber so. Das ist der Snack. Den könnt ihr nämlich oben drauf tun tatsächlich und dann fliegt der Käse auch nicht durch die Gegend. Schön. Das klingt doch vernünftig. Und wir haben vorher noch drüber gelästert. Ja, ne? Sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt habe ich noch ein bisschen Kresse hier. Jetzt geht aber aus dem Prozess. Was wir drauf machen können, damit das lecker aussieht. So. Nicht nur grün. Jetzt sind die Tomaten auch fertig. Guckt euch das an. Ein kleiner Traum. So, hier, ich verstehe es. In rot, in grün. Aha. Schigi. Das läuft aber. So. Und jetzt nehmen wir die nicht so raus, habe ich gerade überlegt. Soll ich dir ein Löffelchen oder so reichen? Ich hab schon. Na gut. Fein und setz die Tomate hier oben drauf. Die restlichen sind dann gleich für Lara, für Fiona und für Svenja. Hm. Damit die was zu essen kriegen, sozusagen. So, und jetzt gehen wir da auch noch ein bisschen was Grünes drauf. Da mal ein bisschen Kerbel drauf. Immer. Kleines Plättchen, ne? So. Das heißt, ihr habt im Prinzip jetzt hier eine wunderschöne Pasta. Schnell gemacht. Mit einer Ofentomate, ganz frisch. Wir haben die Farinata. Und Mitch, wie sehen denn deine Muffins aus? Die dürften jeden Moment Ding, Ding machen. Ich habe noch 10 Sekunden und dann geht das los hier. Soll ich mal reingucken oder lassen wir den noch ein paar Sekunden? Ja. So, warte mal ganz kurz. Ich glaube, mein Mikro hat schon wieder den Geist aufgegeben. Ich komme nämlich da immer auf den, auf den Mute-Klopf eigentlich nicht. Eigentlich müsste es laufen. Test, Test, Test. Ich wusste es zumindest nicht, weil das sieht auch gut aus, Mitch. Das sieht wunderbärchen aus. Vom Allerfeinsten. Hört ihr mich nicht mehr? Doch, ihr hört mich noch. Wunderbar. Wir wollten nur mal den Kameramann und den Tonmann testen. Hat funktioniert. Gottet Willen. Die sind so heiß. Schwer warm, wollte ich sagen. Ja. Wahnsinn. Ah, toll. Das ist wie diese amerikanische Gebäckform, diese kleinen Popover-Geschichten so. Ne? Das ist richtig schön. So friert, hat so eine angenehme Kruste oben drauf und ist halt. Genau. Ich stell dir jetzt mal so an, weil sie wirklich noch sehr heiß sind. Förmchen, ne? Ach, guck mal, es geht doch. So heiß ist gar nicht. Ah, ja, ja, jetzt, ne? Ja. Aua. Ist halt ein alter Oberkenner von über gemacht. Der hat sich immer ans Ohr gefasst, wenn es zu heiß war. Also, sag ich mal. So. Mal aufbrechen oder so? Ja. Ich würde sagen, wir machen mal einen auf. Ah, mit dem Löffelchen habe ich hier. Guck mal. Na gut. So sieht der Kollege traumhaft aus. Ihr seht, es dampft noch wunderbar. Ich räume die mal ein bisschen zur Seite, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So schaut es aus. Und dann haben wir noch unsere Creme. Oh ja. Da ist natürlich auch noch zu. Dafür darf ich dir jetzt aber einen Löffel. So. Dann esse ich das halt nur. Das legen wir hier hin. Ziehen das einmal hier lang. Ist auch noch ein bisschen Grünkram? Bisschen Grünkram drupp. Bisschen Grünkram drupp. Ja. Also, die halbe Stunde ist rum. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bitte liked uns. Das brauchen wir. Folgt uns, abonniert uns. Gebt uns Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir hoffen natürlich gut. Ladet euch die Nutri-U-App runter. Denkt an den Rabatt. Glocke aktivieren. Ja, 20%. Die Glocke aktivieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao. Und wir probieren jetzt. Mädels, geht los. Guten Abend noch. Tschüss.